Hallo Freunde des Sports und der gepflegten Unterhaltung. Wir sind hier wieder bei FIFA 50 mit der Spielerkarriere und ja, mit unserem Spiel gegen Juventus, Quatsch, mit Juventus gegen Inter Mailand. Ich bin ein bisschen durcheinander. Und ja, heute wieder mal ein Gegner, mit dem man auch rechnen muss. Also wo man sagen muss, die sind ein bisschen besser. So wie auch schon AS Rom, die wir ja geschlagen haben. Das heißt, gegen die haben wir uns gut durchgesetzt. Mal sehen, wie wir das heute hier gegen Inter schaffen. Inter in der Tabelle, glaube ich, nicht ganz so weit vorne. Auf jeden Fall war eine Mannschaft ziemlich weit weg. Und es war eine Mannschaft aus Mailand. Entweder war es AC oder Inter. Wir momentan hier noch nicht so ganz involviert. Gerade machen sie ganz gut Druck und spielen gute Fehlpässe. Der uns jetzt auch noch angelastet wurde, finde ich immer super. Es wird beim 16er Part wahrscheinlich, wenn es keine bessere Bewertungsmethode gibt hier für Spieler, dann auch keine Bewertung mehr geben da unten. Habe ich mich ja jetzt mal so festgelegt. Ich habe es ja schon lange erwähnt. Hab bloß die Option noch nicht ausgewählt, dass wir unseren Ausdauerbalken und das Ganze da nicht mehr sehen müssen. Das gibt auf jeden Fall einen Elfer, wobei es eigentlich schon fast danach außerhalb wäre, das außerhalb gewesen. Das müsste sogar rot geben normalerweise. So wie der von hinten reingegrätscht ist. Casares kann sich da glücklich schätzen, dass er nur mit Gelb da vom Platz geht. Beziehungsweise aus der Situation. Aber das möchte ich gerne nochmal sehen. Das Foul war wahrscheinlich im 16-Meter-Raum und es wurde dann rausgetragen, nehme ich mal an. Oftmals ist es ja genau andersrum, aber in dem Falle, ja. Der Kontakt ist eigentlich fast schon außerhalb. Wobei der da irgendwie gar nicht so wirklich dran zu sein scheint. Ist egal. Es ist ein Elfer und er hatte Kontakt, deswegen gibt es hier zu Recht den Elfmeter und wahrscheinlich auch das erste Gegentor von Chicharito. Ganz dumme Aktion von Casares, der das Spiel damit für uns umso schwerer macht. Aber es ist ja nicht so, als ob wir mit solchen Situationen nicht umgehen könnten. Wir haben auch schon einige Rückstände aufgeholt. Chicharito, wie gesagt, mit dem 1 zu 0. Und ich hoffe, da schämt sich einer ganz doll für diese Aktion und spielt deswegen jetzt umso besser mit. Marcello, schön gemacht. Und wir geben uns mal selber den Pass, würde ich sagen. Nein, was machen wir denn hier? Bisschen sehr durcheinander gerade. Di Marco, den lassen die spielen. Das ist ein Spieler, den ich mir. Ich weiß gar nicht, wo hatte ich mir den geholt? Den Di Marco. Ich glaube, das hatte ich ganz kurz, hatte ich mir den mal für Southampton geholt, als meine ganzen Speicherstände weg waren. Da habe ich mit Southampton gestartet. Da habe ich mir den, glaube ich, geholt gehabt. Der war ziemlich gut. Aber lange habe ich ihn nicht gespielt. Auf jeden Fall ein totales Talent. Hatte, glaube ich, 61 oder sowas nur. Deswegen wundert es mich, den hier wieder zu sehen. Aber es kann natürlich sein, dass nach 4 Jahren oder was unsere Karriere jetzt hier geht, der Spieler auch schon ziemlich gut ist. Oh, meine Herren. Wir sind hier ja, glaube ich, schon bei 2018 oder so angekommen. Irgendwie so in dem Dreh müsste das sein. Bin da schon total durcheinander, weil wir da lauter Saisons irgendwie haben flöten lassen gehen müssen. Waren da ja am Anfang mal bei PSG und bei irgendwelchen relativ schlechten französischen Zweitliga-Clubs und solchen Geschichten. Oh, das ist ein Foul. Hoffentlich kriegen wir den Freistoß mal. Nee, natürlich nicht. Tevez kriegt ihn. Und der macht ihn auch noch selber. Also den hätte er dann ganz gut reinbringen können. Da stand mir gut frei. Aber ich glaube, seine Meinung stand da schon fest. Da wurde nichts mehr dran gerüttelt. So, Handanovic jetzt mit dem Abstoß. Und wir verhindern hier gleich Schlimmeres, dass hier der Gegner nochmal nach vorne kommt. Vidal auf Tevez und wir kriegen den Ball nicht. El Neni, niemand bedient uns. Maron jetzt mal. Wir kommen nicht ganz vorbei an Jesus. Wir scheitern hier am Jesus. Ne, natürlich heißt der Jesus. Aber doch eine ganz lustige Sache. Wir versuchen mal vorne ranzugehen, denn hinten sind eigentlich zwei, drei Leute. Trotzdem kommen wir nicht ran. Können die Situation nicht klären. Icardi kommt hier durch gegen
unsere defensiven Mittelfeldspieler. Und jetzt Marquisio, Wahnsinn, klärt den Ball da endlich mal. Tevez, und den nehmen wir mit. Mitgelaufen ist Marquisio und macht da wieder eine ganz beschissene Sache, Maron. Schuto. Und schade, Handanovic ist dran. Haben gedacht, wir haben uns die richtige Ecke ausgeguckt. Aber Handanovic hat die auch gesehen, die Ecke. Und schade, meine Herren, das kann doch nicht wahr sein. Wo haben wir den denn verzogen? Meine Güte. Natürlich ein Volley-Schuss. Der wäre mit links. Oder war mit links und deswegen nicht so platziert. Trotzdem kriegen wir dafür einen Eckball. Da brauchen wir nicht mehr hinlaufen. Das schaffen wir nicht mehr zeitlich. Und der Ball ist wieder raus. Aus der Gefahrenzone. Medel. Chicharito. Im Allgemeinen nicht allzu viele Spieler, die ich hier jetzt großartig auf dem Zettel habe. Ambrosini. Ist, glaube ich, auch nicht der, den ich damals mal kannte. Der dürfte schon weg sein. Ne, D'Ambrosio heißt er auch. Gut, dann ist er das garantiert nicht. Ich kenne nur noch einen Ambrosini. Auch einer der älteren Spieler. Also einer derer, die sehr, sehr lange gespielt haben. Und zuletzt habe ich ja einen Fehler gemacht. Da wurde ich ja noch schärfstens kritisiert für. Für Hernan Crespo. Das war kein Verteidiger. Den hatte ich, glaube ich, mit Nesta verwechselt oder so. Auf jeden Fall gab es sehr viele alte Spieler in Italien, die wirklich ihre Karrieren erst ziemlich spät beendet haben, gerade Verteidiger und Stürmer, die das da oftmals getan haben. Mittlerweile ist Italien zwar auch noch für Legionäre und alte Spieler bekannt, aber ich wüsste momentan nicht wirklich jemanden, der in diesem Alter wirklich auch erfolgreich in Italien unterwegs ist. Pirlo ist ja, glaube ich, bei Juventus gar nicht mehr so wirklich da. Wobei der doch, ich glaube, der spielt noch. Ich glaube, der ist noch da. Wollte, glaube ich, noch bis zur EM durchhalten und dann seine Karriere hoffentlich mit einem erfolgreichen Turnier beenden. Wird man dann nächstes Jahr sehen im Sommer, ob das so hinhaut. Und Vidal klärt den Ball gut. Allerdings E-Abstoß für Lori. Wir sind 1-0 hinten und davon merkt man eigentlich noch nichts. Die Mannschaft hat sich darauf noch nicht eingelassen, dass wir hier eigentlich sehr weit nach vorne müssten. Maron auf Tevez und der verliert den Ball. Icardi. Wo spielen wir heute? Links oder rechts? Links. Also es hat sich hier eingebürgert. Wir sind jetzt anscheinend immer links. Zwischenzeitlich haben wir auch mal rechts gespielt. Links zu spielen ist immer so eine Sache. Gerade wenn wir jetzt hier unten auf der Seite spielen, wo wir dann eigentlich gar nicht involviert wären. Kann ich ja nicht so ganz. So, Kovacic und Di Marco. Und der Ball geht hoffentlich nicht rein. Oh mein Gott, Chicharito wird hier einfach nicht gedeckt. Das war, glaube ich, wieder Casares, der den Fehler macht. Die sind zu zweit an dem dran und keiner kommt an den Kopfball ran. Chicharito wird heute hier der Matchwinner wahrscheinlich für diese Aktion. Es war sogar, war nicht sogar der eigene Mann dran, ne? Nee. Sah kurz danach aus. Beide nicht gut. Und wieder wieder Casares, der hier das Gegentor verursacht. Ich hätte ihn längst runtergenommen. Also, der wäre für mich, wäre jetzt ausgewechselt worden in der Halbzeit. Mal sehen, was der Trainer da macht. Zwei Gegentore, eine gelbe Karte, das, nee. Also wenn der heute eine bessere Note als eine 6,0 kriegt, dann wisst ihr Bescheid, was diese Bewertung aussagt, nämlich gar nichts. Also der dürfte jetzt hier mit einer, sagen wir mal, einer 4,5 oder sowas vielleicht drin sein. Ist ja auch egal, was der sonst so gerissen hat in dem Spiel, wenn man zwei Gegentore verursacht und eine gelbe Karte kassiert, und das auch noch zurecht, dann sollte man bei der Bewertung schon sagen, dass da nicht so viel geht. Isla mit dem Ball nach hinten. Und so langsam könnten wir mal nach vorne gehen. Was mich mal interessieren würde, ist, wenn man Kapitän ist, ob man dann einstellen kann, ob man aggressiv spielt, also ob man nach vorne gehen soll oder nicht. Das wäre mal eine gute Info. Den Ball wollte ich zwar gespielt haben von ihm, aber egal. Vidal. Und Tevez jetzt hier auf Außen.
Marquisio, wieder nicht der Pass zu uns. Wir haben kein Vertrauen in uns. Wir sind nicht der große Goalgetter, leider. Wir sind momentan bei Juventus noch nicht so wirklich durchgestartet, muss man ja ganz klar so sagen. Wir haben eher so Vorlagen gemacht in letzter Zeit, wenn dann überhaupt mal irgendwas kam von uns. Tevez hier mit einem schwachen Kopfball. Da hat Handanovic natürlich kein Problem. Ja, und dauerhaft der Vorlagengeber zu sein, ist nicht so gut. Wir haben zwar die Rolle des Vorlegers, aber die haben wir eigentlich bisher noch nie erfüllt. Also bisher waren wir eigentlich immer derjenige, der die Bälle selber reingemacht hat. Bamin ist auch ein guter Mann. Alles gute junge Leute, die hier bei Inter spielen. Ich glaube, die haben diesen Generationsumbruch relativ gut gemeistert. Auch wenn man sagen muss, dass unsere Spieler natürlich noch ein bisschen besser sein müssten. Haben hier Werte von Mitte 80 fast bei jedem. Wenn wir das mal angucken hier. Gut, die Links- und Rechtsverteidiger, die sind jetzt nicht so fett. Und der offensive Mittelfeldspieler, den müsste man eigentlich auch nicht spielen lassen. Pogba spielt mittlerweile defensives Mittelfeld. Also, Freunde, übertreibt's doch nicht immer so. Mit diesen Aufstellungen. Wir haben eine Marquisio drauf und der spielt nicht defensives Mittelfeld. Pogba lässt man da hinten spielen. Also, naja. Ich sag mal nichts dazu. Wobei ich mich auch frage, wo ist Pogba? Ja, ich sehe den hier gar nicht. Ist der überhaupt noch drauf oder habt ihr den jetzt runtergenommen oder wie sieht das aus? Ist der überhaupt drauf? Ich sehe den hier nicht. Der ist doch recht leicht zu erkennen normalerweise. Da ist Vidal. Also von Pogba ist nichts zu sehen und Chicharito macht sein drittes Tor. Aufgrund unserer eigentlich nicht vorhandenen Abwehr, die ihn hier einfach ziehen lassen. Wieder ein Verteidigerfehler. Diesmal war es, glaube ich, Sörensen. Casares stand diesmal ein bisschen weiter weg. Nee, es war Casares. Alles klar. Aber Sörensen war, glaube ich, auch in der Nähe. Also der hätte eher was machen müssen. Aber Casares war wieder genau da, wo er den Fehler machen konnte. So, jetzt gibt's die Auswechslung. Pogba kommt jetzt erst rein. Achso, deswegen war der schon drauf. Aber die habt ihr jetzt mal umgestellt, oder? Nee, die lassen in dem defensiven Mittelfeld. Das hat überhaupt gar keinen Sinn, okay? Also für mich absolut unverständlich, wie man Pogba im defensiven Mittelfeld spielen lassen kann. Ich weiß nicht, ob der das schon mal gemacht hat, ob ich da noch nicht hingeguckt habe oder was, aber das ist ja kein defensiver Mittelfeldspiel. Den kannst du rechts, links und im Offensiven spielen lassen, aber da, wo der jetzt gerade sitzt, da hat er nichts zu suchen. So, schöner Ball von uns und Tevez spielt den Ball viel zu früh. Da haben wir gar nichts von. Also wir werden hier überhaupt nicht in Szene gesetzt. Wir können hier leider nichts machen. Ich kann hier nur die ganze Zeit mit nach hinten arbeiten, weil wir eh gleich die zweite Luft kriegen werden. Das ist schon mal, das steht schon mal fest. Ja, wir können heute auch mal plus 50% Ausdauer am Ende des Spiels haben. Ich glaube, die Zeiten sind vorbei, wo wir dafür noch Punkte kriegen. Da haben wir, glaube ich, schon 10 Spiele gehabt. Weswegen das wohl nicht viel bringen wird. Demnächst muss ich auch nochmal ein Regenspiel machen und ein Schneespiel und solche Geschichten, damit wir nochmal ein bisschen was an Punkten machen. Foul nennt man das in der Fachsprache. Chicharito darf eigentlich hier, darf also alles machen. Er darf hier frei durchgehen und darf auch faulen, oder was? Das eine genehmigt der Schiedsrichter, das andere macht unsere Mannschaft. Also wenn hier jetzt wieder eine Flanke reinkommt und der beschissene Chicharito kommt daran, dann reicht's langsam. Die haben Pogba jetzt anscheinend für die Kopfballstärke hinten gebracht. Jungs, spielt den Ball und zwar früher. Schön vorbeigegangen. Und der Ball geht noch nicht rein. Handanovic ist wieder dran. Meine Güte, meine Güte. Marcello und das wird nix. Meine Herren, du. Das Ding ist noch nicht drin. Hätte ich vielleicht ein bisschen mehr Gewalt und ein bisschen weniger platziert, dann wäre er vielleicht reingegangen. Marquisio. Was spielt ihr hier zusammen? Und dann spielen ihr diesen Casares wieder an. Mann, du. Wir haben noch nicht gemerkt, dass der Spieler heute gar nicht auf dem Platz steht, oder? War auch in der dritten Aktion nicht unbedingt glücklich beteiligt. Also auch beim dritten Gegentor kann man den jetzt nicht komplett von der Schuld freisprechen, auch wenn es jetzt nicht unbedingt
zu 100% sein Fehler war, aber überall, wo er decken soll, passieren eben diese Fehler. Man sieht auch, wie gesagt, er hat ja nur eine 71 anscheinend. Ah ne, ist Marcello. Wo haben sie den denn jetzt gesetzt, sag mal? Ach, der ist Innenverteidiger. Ich dachte, der wäre Außenverteidiger. Ist der nicht Linksverteidiger, der Casares? Auf jeden Fall macht er sehr, sehr viele Fehler. Das können wir, glaube ich, so festhalten. Für einen Innenverteidiger ist das noch schlechter, dass er die Dinger da nicht hat. Ich hätte gedacht, er wäre ein Außenverteidiger. Das ist natürlich gar nichts von ihm. So, Pogba in der Mitte vielleicht. Vidal, was war das bitte? Also da fehlen auch die Ideen, die entsprechenden. Inter fertigt uns hier komplett ab. Absolute Demonstration der Schwäche unserer Defensive. Und vor allen Dingen auch von uns hier. Wir haben momentan auch nicht viel zu lachen. Und Vidal, das Ding ist noch nicht drin. Das kann nicht sein. Da sind wir mal richtig uneigennützig. Und das Ding geht nicht rein. Was soll man da noch machen? Selber hier mal genau auf Mann geschossen. Also das Spiel, also noch nicht mal ein Ehrentor gönnt man uns. Da ist wirklich vieles, vieles so gelaufen, wie wir es nicht haben wollten. 3:0 verloren, unsere erste Niederlage in der Liga. Das ist natürlich ein bisschen böse, aber ich sag mal so, wir haben uns nichts vorzuwerfen. Paul Pogba war wirklich gut, ne? Obwohl er defensiver Mittelfeldspieler war, aber man hätte ihn da gar nicht setzen dürfen. Da kann man ganz andere Spieler spielen lassen. Und die Aufstellung für mich ein absolutes Graus. Ja? Mit dieser Aufstellung zu gewinnen, wäre, glaube ich, ein Wunder gewesen. Berater spricht gerne über Tevez, das ist ja schön für ihn. Warum sind wir hier nicht nominiert für die Nationalmannschaft? Schuto zeigt sich. Sich in einer neuen Umgebung einzufinden, ist nie einfach und schon gar nicht, wenn es sich dabei um die renommierte Juventus blub. Vereinsnews, Schuto zeigt sich. Aber nach seinen letzten Auftritten können sich die Vereinsanhänger sicher sein, dass Schuto keinerlei Probleme mit der Eingewöhnung hat. Die guten Leistungen lassen darauf schließen, dass er sich hier bereits wie zu Hause fühlt. Ich habe mich von Anfang an hier wohlgefühlt, sagte der gut gelaunte Schuto nach dem Spiel. Alle hier haben mir einen tollen Einstand beschert und ich hoffe, dass ich dieses Entgegenkommen mit guten Leistungen zurückzahlen kann. Momentan sind wir eigentlich noch gar nicht so gut drinne. Also wir haben zwar am Anfang wirklich keine Probleme gehabt, reinzukommen, aber mehr kann man auch nicht sagen. Und wir haben anscheinend hier gar nicht die Nationalmannschaftsspiele mitmachen dürfen. Das hätte ich ja nicht gedacht. Also gut, wir sind momentan im Sturm nicht wirklich gut dran. Gegen England 2-2 und gegen Polen 1-0 gewonnen. Das sieht ja schon mal gut aus. Das sind aber nur Testspiele gewesen, also auch nicht wichtig. Wir spielen gegen Sassuolo nicht. Dafür spielen wir gegen Porto. Lazio nehmen wir dann auch nicht mit. Sind dann wieder gegen Schalke dabei. Wobei, das Spiel gegen Genua könnte man eigentlich auch schon mitnehmen. Aber dann wären wir gegen Schalke wieder nicht dabei. Wie sieht es denn eigentlich in der Gruppe aus, dass wir jetzt hier erst einmal schauen, wo wir stehen und danach dann entscheiden? Na? Na? Komm, ein weiter noch. So, sind wir letzte Gruppe? Chelsea hatten wir nicht in der Gruppe. So, wo sind wir denn? Wo sind wir denn? Juventus. Wir sind bei 9 Punkten nach 4 Spielen, das heißt, wir haben ein Spiel verloren, anscheinend gegen Schalke, das eine, ja, da waren wir dabei, stimmt ja. Und somit ist das doch recht wichtig, dass wir da selber spielen. Das heißt, ich würde jetzt gegen Sassuolo schon mal simulieren. Und gegen Sporting spielen wir da wieder mit. 3-1 gewonnen, super. Sporting sind wir dann beim nächsten Mal dabei und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, euer Schuto.